So, die Nacht bricht gleich ein. Also wir können nicht mehr so wirklich viel machen. In das Wurmloch springe ich jetzt garantiert nicht rein. Ich würde eigentlich ganz gerne zoom, 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 zoom. Die Bäume da morgen früh fällen. Vielleicht ein paar Tannenzapfen mitnehmen. So, dich können wir mal kochen. Und gleich essen. Dich werfen wir auf den Boden. Werfen wir auf den Boden. So. Auch werden wir es wahrscheinlich einfach nur essen werden müssen, denn der Small Bird ist ja doch ein wenig schwer zu pflegen. Okay. Du brennst die Nacht durch, ist okay. Steine kommen mit Flint, haben wir ganz schön viel. Viel zu viel, um ehrlich zu sagen. Wir haben da nämlich einen neuen Stack. Steine haben wir auch schon mehr als ein Stack. So. Speer kommt auf jeden Fall mit. Das ist unsere neue 1. Du bist 2. Du bist 3. Das heißt, morgen hauen wir Holz. Einmal für Feuerholz, einmal für die Pinecones für selber Bäume anpflanzen. Damit wir auch noch eine Holzrüstung herstellen können. Und was noch? Wir könnten anfangen, Wände zu bauen und so weiter. Aber das würde schon wieder bedeuten, dass das ja unsere permanente Basis ist. Das soll es ja gar nicht sein. Wir könnten mal das Dings hier reinspringen, gucken, wo wir rauskommen. Natürlich nicht jetzt, aber später halt. Und wir sollten unbedingt Gras sammeln. Also hier unten. Wir können ja hier lang gehen. Hier das Gras aufsammeln und dann hier ab und an mal die Bäume wegholzen. Das klingt nach dem Plan. Euch essen wir mal. Damit wir auch genug Platz im Inventar haben. Die Seile können derweil hier bleiben. Und das Gold auch noch. So, und die haben wir dabei für neue Werkzeuge. Ja, sehr schön. Dann gib mir mal einen neuen Tag. So, demnächst, bevor es ganz ausgeht mit dem Licht. Mal schauen. Ah, sehr schön. Und der erste Wilson-Bart ist da. Fehlen ja nur noch, wie viel braucht man es? Ah, ich war doch gar nicht in der Nähe von eurem doofen Tiki-Ding. Irgendwann bringe ich die alle einfach um. Nur weil die ihr doofes Ding da verteidigen wollen, hauen die einfach ahnungslose Wanderer. Naja, ahnungslos nicht wirklich, aber ja. Wir wissen ja, dass wir da nicht dahin sollen, aber dass sie so aggressiv sind, finde ich echt komisch. Geting, du bist kaputt. Okay, neu. So. Ding, 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 ding. So, haben wir jetzt genug für die Rüstung? Achso, dazu müssen wir neben der Maschine stehen. Ja, okay. Das machen wir gleich. Essen ist auch noch ein Problem inzwischen. Mit einem Grund, warum ich die ganzen Gräser haben will, um mehr Fallen zu bauen. So. So. Aber wir hatten ja schon eine Falle aufgestellt. Und oh, da sind zweimal Samen. Die kommen auch gleich mit. Stirb, Vogel. Ah, die Samen aufgefressen, der Lump. So, Hase. Einen Schritt weiter noch. Oder so. Nee. Jag dich ins... Komm schon. Nee, komm, Zeitverschwendung. Wir pflanzen erstmal hier ein, zwei von ihnen an. Zink. 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 So. So. Dann hätten wir jetzt gern die Holzrüstung. Zwei Seile. Ja, die haben wir hier. Kaching, kaching. Holzrüstung. Holzrüstung. Anziehen, die Rüstung hier lassen. Essen, essen. Und Essen suchen. Wo wollen wir Essen suchen? Wir könnten das Schwein umbringen. Aber ich habe den Verdacht, dass die Schweine jetzt alle stärker sind. Also lassen wir das mal. Und gucken einfach hier rein. Hops. Ich höre ganz komische Geräusche. Nein, Bienen. Bienen, Bienen, nee. Habe ich ganz traumatisierende Erinnerungen dran.
Ja. Oh, eine Möhre, sehr schön. Hinten ist noch ein Fußabdruck, aber wir wollen den Elefanten gar nicht töten. Jedenfalls jetzt noch nicht. Wir wollen erstmal Ressourcen sammeln. Und essen. Nächster Schritt wäre eigentlich eine Farm, aber... Nee. Nee, das wird nichts. Wir haben nämlich noch keine Jacks gefunden. Oh, zwei Bärensträucher. Die werden mal geplündert. Zap. Und zap. So, was haben wir noch? Ganz viel Gras. Alles mit. Möhrchen. Möhrchen. Wo sind wir eigentlich? Oh, wir sind gar nicht so weit weg. Da könnten wir noch fast vor Tagesende noch zurücklaufen. Wenn ich mich nicht allzu grob verschätze. Ja, doch. Nur für die Straße, glaube ich. Was zur Hölle bist du? Achso, ein Frosch. Zack. Oh, 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 hey, hey, hey. Nein, nein, nein. Da kommen ja noch mehr raus. Oh, 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 oh. Mitnehmen. Nicht angreifen, mitnehmen. Wir jetzt nur die Ressourcen hier haben. Das werden immer mehr. Was zur Hölle, das haben sie früher nicht gemacht. So, kommt mal alle mit. Dann schnappen wir uns jetzt die Axt. Schnappen wir uns die Pickaxe. Das ganze Zeug hier. Und hauen vor diesen kranken Fröschen weg. Ja. So. Schnell nach oben. Also ja, das haben die früher definitiv nicht gemacht. Früher waren Frösche eine ganz gute Alternative. Einfach mal kurz draufhauen. Ich glaube sogar nur einmal draufhauen. Dann waren die tot und man hat Froschschenkel bekommen. Die man dann essen oder verkochen konnte. Aber so, nee. So. Das bisschen Essen, was wir finden, nehmen wir noch mit. Das müsste auch die Straße sein, die zu unserem provisorischen Lager führt. Aber was mir gerade aufgefallen ist, die haben echt nicht so viel Schaden gemacht. Und die haben uns richtig häufig getroffen. Unsere Rüstung hält auch noch einigermaßen. Also es kann sein, dass sie die Überlebenschancen ein wenig verbessert haben. Aber halt echt nur ein wenig. So. Ja, ja, ja. Wir wollten nur den Dünger haben. So. 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 Und das Ei ist weg. Das ist jetzt echt nicht schön. Verbrennen. Verbrennen, verbrennen, verbrennen. Und noch ein bisschen was von dem Gras. So. Weil wir das Teil noch gar nicht anzünden müssen. Aber ja, das Ei ist weg. Wahrscheinlich von den Schweinen geklaut worden. Was ich echt nicht schön finde. Und Wilson hat Hunger, ja. Dann kochen wir das schon mal. Gucken, ob wir noch ganz schnell irgendwo einen Baum geschlagen bekommen. Ziehen, ziehen, ziehen. Ja, nee, das sind unsere, die wir gemacht haben. Da hinten. Zwei. Den hier. Komm, schnell, 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 schnell. Mit und nach Hause. Na, wir sind nämlich noch ein paar Tannenzapfen für die Nacht zum Verbrennen. Okay. Was wollten wir noch? Wir wollten doch bestimmt noch irgendwas erforschen, oder? Na gut, erstmal kochen. Überleben ist wichtiger als erforschen. So. Hungerbalken ist gleich voll. 125. Froschschenkel. Kann man auch kochen. 138. 150. Und anscheinend auch Lebenspunkte. Okay. Hm. Zing, zing. So, Forschung. Was haben wir da? Ein Backpack. Mehr Zeug tragen. Klingt sehr gut. Achso, okay. Müssen wir halt daran denken, das schnell umzuswitchen, wenn wir angegriffen werden. Was haben wir noch? Eine Wand aus Heu.
Nee, dafür haben wir nicht genug Stroh. Cut Stone. Zink. Ob wir das auch schon mal können? Das brauchen wir nämlich für ein paar fortgeschrittenere Sachen. Boards. Boards brauchen wir auch. Zink. Für Kisten zum Beispiel. Aber das ist auch erst für später. Und sonst noch ein Hut. Ein Strohhut. Zing. Sehr schön. Also, was wollen wir heute machen? Wir wollen... Hä? Achso, da geht's runter, des Dingens. Wenn wir da reinspringen, kommen wir da hinten raus. Und ich glaube, ich will da hinten wieder hin. Hops. So, und so wollen wir hier weiter Essen sammeln. Das ist eine echt nette Ecke, was Essen angeht. Mit Möhrchen auf dem Boden und Samen und was weiß ich. Das passt schon soweit. Zip. Oh ja, und schöne Bäume. Zack, 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 zack. Und was brauchen wir eigentlich für die bessere Maschine? Gold, Steinblöcke und Holz. Balken. Planken. Wäre also auch machbar. Denn ich bin gespannt, ob es inzwischen was Besseres gibt als den Speer. Weil so wirklich viele Alternativen gab es vorher nicht. Also im letzten Leben, das wir gespielt hatten. Es gab noch den Tentakelarm. Ich glaube, der war das stärkste. Aber so ein Schwert zum Beispiel hätte man was. Also mal gucken. Erstmal brauchen wir ganz viel Holz für ganz viele Planken, um das Ding zu bauen. Bienen werden ignoriert. Ignoriert. Komm schon, gib mir noch einen schönen Baum. Ganz ruhig. Hast noch ein Wurmloch. Oh, und bei dem Hasen probiere ich mal wieder mein Glück. Komm schon. Du bist... Ding. Dieses Pusterohr wäre, glaube ich, jetzt echt die beste Alternative, um Hasen zu jagen. Oder eine andere Fernkampfwaffe. Bumerang zum Beispiel, könnten wir nachgucken, was man dafür braucht. Dürfte eigentlich nicht so viel sein. Eigentlich nur Holz, oder? Für einen Bumerang. Plunk, plunk, plunk. Oh, noch mehr Möhrchen. Sehr schön. Also ja, bisher kommt es mir fast so vor, als wenn das Spiel einfacher geworden wäre. Zumal noch kein einziger Wolf bisher da war und wir haben schon den sechsten Tag. Vielleicht wurde das ja auch ein bisschen nach hinten verschoben. Dass es nicht ganz so frustrierend ist für neue Spieler. Dass man dann ein, zwei Wochen Ruhe hat, ein bisschen das Spiel kennenlernt und dann nach und nach das schwer wird. Und richtig schwer und dann kommt der Winter und dann ist vorbei. Also so lange, bis man weiß, wie man den Winter überlebt. Was bei mir noch nicht so wirklich der Fall war, glaube ich. Irgendwas ging dann mal schief. Ich glaube, die Psyche war dann auch ein ganz schöner Faktor im Winter, wo man weniger Licht hatte. Was haben wir da oben? Ein Boxding. Komm rein da. Und ein Gnome. Ja. Also wir haben jetzt ein Box-Ding und ein Krank-Ding. Ich glaube, wir brauchen noch den Kopf, um die Maschine zu bauen. Das wäre natürlich auch ganz schick. Wir könnten die Maschine bauen, so in eine andere Welt springen. Und da dann quasi nochmal neu anfangen mit unserer jetzigen Ausrüstung. Damit wir nicht ganz so schnell von dem Winter und Wölfen und was weiß ich überrannt werden. Oh, da fällt mir ein... Es gab doch jetzt so einen Modus, wo man nach und nach Sachen erfüllen müsste, um weiterzukommen. Der wurde anscheinend rausgenommen, oder? Also ich habe es nicht gesehen. Als wir das Spiel gestartet haben, gab es nur die Möglichkeit, die Welt zu editieren. Also wie viele Ressourcen da sind, wie viele Gegner und so weiter und so weiter. Aber dieser richtige Kampagnenmodus, den habe ich nicht gesehen. Auch komisch.